Sind digitale Standards wirklich nachhaltiger als herkömmliche analoge Standards? Wie verändern digitale Standards die Arbeit unserer Normungsexpertinnen und Experten? Genau diese Fragen möchten wir mit Ihnen auf dem diesjährigen DKE Innovation Campus diskutieren. Unter dem Motto All Electric Society – Standards for a Sustainable Future bauen wir eine Brücke zwischen unternehmerischen und gesellschaftlichen Aspekten von Nachhaltigkeit. Mein Name ist Henrike Gördes und ich leite bei der DKE den Bereich Governance. Gemeinsam mit meiner Kollegin Atina Savides habe ich die Projektleitung des DKE Innovation Campus übernommen und freue mich jetzt schon auf eine inspirierende Veranstaltung mit Ihnen. Melden Sie sich jetzt an und diskutieren Sie mit. Sind Sie dabei? Ich bin auf jeden Fall dabei. Hallo, mein Name ist Atina Savides und als Projektmanagerin bei der DKE im Bereich Energy liegt mein Arbeitsschwerpunkt auf der Begleitung von Normungsprojekten. Auch ich freue mich, zusammen mit Henrike Gördes den DKE Innovation Campus in die nächste Edition führen zu können. Neben digitalen Standards legen wir unseren thematischen Fokus in diesem Jahr auch auf die Gleichstromtechnologie. Wir möchten mit Ihnen diskutieren, ob Gleichstromtechnologien tatsächlich die Schlüsselkomponente für eine nachhaltige Zukunft sind und inwiefern die Normung zu einer nachhaltigen All-Electric Society beitragen kann. Freuen Sie sich auf einen Innovation Campus zum Anfassen und Miterleben. Wir laden Sie ein zum DKE Innovation Campus 2024 unter dem Motto All Electric Society – Standards for a Sustainable Future. Wann und wo? Am 2. Juli im Kongresspark in Hanau und im Livestream. Melden Sie sich gleich an, wir freuen uns auf Sie.